Das passt für den ESC für mich, die Nummer. Das hat diese Größe und diesen Style und Pathos und Drama und sie singt das toll. Wo ich mich mal besonders amüsieren muss bei diesem Song, ist, wie sie Prison singt. Prison. Prison. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Mehrfach. Ja, das ist so ein typischer ESC-Song. Ne? Große Ballade. Was war das nochmal? Sonst langweilig. Also so ein bisschen vorhersehbar. Ach, so eine Nummer. Okay. Naja, so ein Drama. Next. Der wirkt so ein bisschen gestrig. So ein moldawischer Song von vor, sagen wir mal, 14 Jahren? Vor 14 Jahren war sie nämlich ja schon mal dabei für Moldawien. Die Dame war im selben Jahr wie ich beim Eurovision Song Contest in 2006. Mit dem Song Loca am Start. Toll. Ich erinnere mich leider nicht an den Song, aber vielleicht ist die Regie ja so freundlich, das einzublenden. Das war damals schon keine so dolle Nummer und diesmal ist es geringfügig besser. Das ist doch schon mal eine Steigerung. Das Lied, wo man immer am Anfang denkt, das ist Hijo de la Luna. Das Musikvideo ist halt ein ganz normales Fotoshooting für die Apothekenumschau. Ja. Ausdruckstanz. Wenn sich Frauen immer schon am Anfang von einem Musikvideo oder von einem Song so sexy inszenieren, aber auf so eine übergriffige, unangenehme Art. Das sieht aus wie eine verfilmte Männerfantasie, nicht wie eine Frauenfantasie. Dann macht's bei mir eigentlich schon gleich zu. Was ich schön finde, ist bei ihr Inbrunst. Sie will es einfach. Ich weiß nicht, dieser Gesichtsausdruck zwischendrin, der irgendwo zwischen Fotolächeln und Blähungen ist, I don't get it. Aber die hat einfach Bock drauf und das finde ich immer gut, weil das überträgt sich. Der Refrain hat ja wirklich Power und sie kann anscheinend auch singen. Und sie hat Gefühl, aber es klingt alles so ein bisschen durchschnittlich. Also sie hat auf alle Fälle beim Live-Auftritt schon mal den gleichen Friseur wie Ursula von der Leyen gehabt. Also dieser Toupierkamm braucht danach erstmal 4 Wochen Kur auf Usedom. Diese Performance, ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Das ist die traurigste Reise nach Jerusalem, die ich je gesehen habe. Große Männer stehen hinter Natalia. Philipp Kirkorov ist der eine. I play the game of big star. Von dem wir auch Scream von Sergei Lazarev im vergangenen Jahr. Grauenvoll. Und Dimitris Kontopoulos ist der andere. Das ist so ein Dream Team. Die haben schon viele, viele erfolgreiche ESC-Songs geschrieben. I compose Ukraine, Annie Lorak, Sergei Doredos, Farid Mamedov, Dima Bilan. Allerdings ist das Team, was in den letzten Jahren so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Aber ich muss auch sagen, ich finde, Kirkorov ist eine der gruseligsten Personen, die es gibt auf dem Planeten. Und ich glaube, das hat er gehört. Ja, das war ein Zeichen. Letztes Mal schon bei Russland hat im Songcheck alles nicht funktioniert. Es liegt nicht an Russland, es liegt an Kirkorov. Es liegt an Kirkorov. Ich finde, also man merkt ja auch diesen Trend gerade. Ne? Die Teilnehmer werden immer jünger, frecher, moderner. Ich finde, heutzutage kannst du eigentlich nur was falsch machen, wenn du jetzt eine klassische Ballade so ganz klassisch interpretierst, auch im Musikvideo nur hübsch und sonst nichts. Das ist zu wenig.